Die Volatilität hat sich wieder ordentlich zurückgemeldet. Und hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von Tradingportal.net. Ja, es ist wahrlich etwas Bewegung drin. Gestern der Abverkauf der DAX minus 2,5%. Heute die direkte Rebound-Bewegung, direkten Rebound hingelegt mit plus 2, ich muss nachschauen, 2,212%, also unter 2% aktuell nicht mal. Die Volatilität nimmt zu. Ist das ein gutes Zeichen? Ist das ein Zeichen, dass Nervosität zunimmt? Das ist eine andere Frage. Gestern war ja schon auffällig, woher kam denn der Abverkauf? Es gab gar keinen richtigen Impuls. Und so impulsarme Abverkäufe oder impulslose Abverkäufe ruft so ein bisschen die Dip-Buyers immer auf, weil die den Rücksetzer gerne aufkaufen möchten. War es die diffuse Inflationsangst? War man einfach etwas überhitzt? War es Janet Yellen, Finanzministerin, gestern ja im Interview äußerst kurios geäußert, dass man die Überhitzung der Wirtschaft vielleicht mit Zinserhöhungen bekämpfen müsste, dass man sich darauf vorbereiten sollte? Sehr, sehr atypisch, dass sie sich so unbedacht, wenn es nicht so direkt gemeint war, aber so, trotzdem so unbedacht äußert. Sie ist schließlich die Vorgängerin gewesen von Jerome Powell im Amt des FED-Präsidenten. Und ja, kein anderer Mensch auf der Erde kann die Wörter besser wählen als ein FED-Chef, ein Notenbank-Chef, der jedes Wort wirklich dreimal überlegt, ob er das sagt. Und dann so ein Spruch, ganz, ganz auffällig, so mal. Erst die Zinsschritte und dann Tapering, also normalerweise erst das Tapering, dann die Zinsschritte. Also das war sehr auffällig und eigentlich weiß Janet Yellen genau, wie man sich vorsichtig äußern müsste. Sie war lang genug in diesem Job und hat trotzdem es ja, so unbedacht geäußert, auch wenn man sofort zurückgerudert ist. Aber war das ein Zufall? Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass es eine Nebelkerze war. Den Markt jetzt mal testen. Was ist denn, wenn so welche Tickermeldungen kommen? Tapering wird kommen, auch wenn es hier das Gegenteil sagt. Das Tapering wird 2021 meiner Meinung nach nur ausgerufen. Es wird auch schon beginnen. Und es kann sein, dass jetzt einfach mal getestet wird. Und eine Frau Yellen, das kann mir keiner sagen, dass diese Ex-Fed-Chefin sich nicht richtig äußern kann und auch nicht die Reihenfolge kennt, ja, ob man erst tapern muss und dann Zinserhöhung. Ich glaube, hier wurde einiges einfach ausprobiert und getestet. Wie reagiert man denn? Und so richtig gut hat man nicht reagiert. Man freut sich zumindest, dass man jetzt erstmal wieder zurückgerudert ist. Aber auch ein Zeichen, man reagiert etwas nervöser. Ne? Auf solche kleinen Schlagzeilen bezüglich der Inflation agiert man jetzt schon doch mit einigen Zuckungen am Markt. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht weiter ausschmücken, dieses Thema. Wir hatten diesen Rücksetzer, jetzt die Rebound-Bewegung. Ist das schon der große Turnaround? Es muss noch ein bisschen mehr kommen. Die US-Indizes diskutieren wir gerade im Premium-Bereich auf tradingportal.net. Am ersten Support gut abgedreht, aber eben nur die Spanne bisher verteidigt. Auf der Oberseite kommt man nicht so recht weiter. Nasdaq auch angeschlagen. Gibt es dann das Update heute Abend nochmal, beziehungsweise schauen wir dann auf die Chartbilder. Mal sehen, also es ist volatil geworden, aber so ein Signal kann keiner für sich so richtig nutzen. Wir schauen mal auf die Jahresperformance im US-Markt, auch relativ interessant. Ja, okay, ein Quartal ist erst oben, ganz oben dabei, der Dow Transport, also wo zum Beispiel die Airlines mit drin sind, die so große Krisengewinner. Plus 25% und die haben schon eine ordentliche Rallye hingelegt, habe ich gleich auch nochmal ein Shortbild dabei. Plus 25% eigentlich schon ein guter Jahresendwert, steht man jetzt schon. Und die große Divergenz zu den Wachstumswerten, Nasdaq 100, knapp 4,5%, ganz woanders, obwohl ja die großen Wachstumswerte, die Big Techs, Fang, die ja eigentlich Rekordquartalszahlen gezeigt haben, präsentiert hat, die man wahrscheinlich so nie wieder sehen wird in diesen Dimensionen. Dank der Pandemie konnten sie ja profitieren. Die Leute haben ja nicht online eingekauft, sie haben ja nicht, in der Einkaufsmeile eingekauft, sondern eben bei Amazon eingekauft. Viele mussten ins Homeoffice etc. Sie haben wirklich Rekordzahlen präsentiert und trotzdem sind sie jetzt der Schwächling im Jahr 2021. Eine Auffälligkeit und vielleicht ist ja auch ein Trend zu erkennen. Ich sage ja übergeordnet gerne mal die 30-jährige Grafik, wo in der Breite Markt zu den Wachstumswerten immer wieder quasi im System die Divergenz ausbaut und dann die Divergenz gerade nach Krisen wieder abbaut. Vielleicht beginnt hier eben auch eine übergeordnete Bewegung. Also diese Auffälligkeit bei den Wachstumswerten durchaus interessant bei der Jahresperformance. Ansonsten Impulsgeber, wir hatten die ATP-Beschäftigungszahlen, also vom privaten Dienstleister, erhoben. Und ja, gab es auch ein erstes Zucken bei den in der Vorbörse.
die Beschäftigungszahlen solide gewesen, aber eben doch deutlich unter den Erwartungen. Da gab es gleich einen kleinen Sprung bei den Futures, der Hoffnung, Bad News and Good News again, dass jetzt doch schwächerer Arbeitsmarkt heißt, ah, okay, die Wirtschaft erholt sich doch nicht ganz so stark und vielleicht wird die Inflation nicht so stark anziehen. Gut, da kann die Fed, die Notenbank, eben länger locker bleiben. Das ist wieder diese Hoffnung dahinter, wenn Daten schwächer ausfallen, gerade der Arbeitsmarkt, der ja doch etwas träge agiert. Mal sehen, da gab es dann noch die Einkaufsmanager-Indizes, das ging dann wieder leicht zurück. Also es ist ein bisschen der Punkt, man schaut es genau auf diese Thematik immer in der Hoffnung, dass es vielleicht doch längere, dass die Geldpolitik doch länger locker bleiben kann. Und das sorgt dann vielleicht schon ein bisschen für Nervosität in der nächsten Woche. Da werden die US-Inflationsdaten gemeldet, die neuen, und da wird man das Inflationsziel der Fed wahrscheinlich deutlich überspringen. Und ne, bis dahin wird man schon langsam nervös. Zumindest die Volatilität ist ja durchaus auch ein Anzeichen von Nervosität im Markt. Spricht nicht für eine große innere Ruhe. Man blickt vermutlich schon auf diese Daten. Ja, also das ADP gewesen, ADP-Beschäftigungszahlen, übergeordnet aber auch hier die Beschäftigungszahlen, dass man sich deutlich doch noch vom Vorkrisenniveau entfernt bewegt. Man hofft jetzt natürlich auf den Sommer, dass jetzt viele, ja, Gastrobereiche etc., auch Hotels etc., dass die jetzt wieder anfangen, hier die Arbeitslosenzahl dann sich langsam Richtung Vorkrisenniveau dann doch wieder bewegen kann. Der Arbeitsmarkt reagiert rege und auch ist ein Grund auch, warum die Fed natürlich sagt, wir können ja gar nicht anders machen. Der Arbeitsmarkt, der hängt doch noch so hinterher, da müssen wir drauf schauen, neben der Preisstabilität natürlich und neben der günstigen Refinanzierung oder Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und eben Staaten. Das ist wahrscheinlich die allergrößte Aufgabe bei diesem riesigen Schuldenberg. Das ist aber auffällig und auffällig eben auch, dass gerade eben die längerfristigen Arbeitslosen, die gehen weiter steil nach oben. Ja, die jetzt über 30 Wochen jetzt schon arbeitslos sind. Diese Zahl steigt weiter stark an. Und mal sehen, es ist die ganz große Aufgabe auch der Politik jetzt. Das kann ja die Fed nicht alles alleine machen, dass diese Leute eben zurück in ihren Job finden. Oder ob ihr Job jetzt weggefallen ist. Also jetzt konnte man die mit Stimulus-Checks immer bei Laune halten. Man konnte die Konsumwirtschaft, das BIP-Wachstum, das starke BIP-Wachstum, wie wir gesehen haben, im Q1 in den USA, wurde ja durch den Konsum überwiegend. Und der Konsum wurde durch die Stimulus-Checks, die sehr teuer verschickten, höchste Neuverschuldung seit dem Zweiten Weltkrieg, wurde die sehr angeregt. Und wenn mehr Stimulus-Checks wird es aber jetzt nicht geben. Wenn diese Leute jetzt so längerfristig arbeitslos sind, dann wird die Kasse jetzt irgendwann immer dünner. Es gibt da keinen Stimulus-Check mehr. Wenn die nicht in ihren Job zurückfinden, dann ist das eben auch ein Wachstumsrisiko in der Konsumwirtschaft USA. Und deswegen wiederholt sich da die Fed auch immer wieder und meiner Meinung nach auch zu Recht. Die müssen da schon auf den Arbeitsmarkt schauen, weil das ist ein Risiko für die USA. Die USA muss konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ansonsten dann die Wachstumsprognosen so nicht zu halten sein. Und das ist eben auffällig. Längerfristige Arbeitslosen, die müssen in den Job zurück. Das ist auch die Aufgabe für das gesamte Jahr. Gelingt dies nicht, ja, dann ist die Fantasie einer extrem starken Wirtschaft vielleicht doch etwas übertrieben. Da sieht man den Rebound, der sehr, sehr teuer erkauft wurde. Und da könnte man danach eben wieder abflachen. Ist keine Rezession, um Gottes Willen, aber man sieht eben nicht die ganz starken Wachstumszahlen, die man jetzt noch erhofft. Also dieser Punkt mit dem Arbeitsmarkt ist interessant, muss verfolgt werden. Und da ist ein Punkt, da kann ich die Fed durchaus verstehen. Ja, also die müssen in den Job zurückfinden. Freitag gibt es dann den offiziellen Arbeitsmarktbericht. Wie gesagt, der ATP-Bericht leicht schwächer ausgefallen. Ist die Frage, wie wird der Markt reagieren? Ich kann mir gut vorstellen, wenn er schwächer ausfällt, dass der Markt sich freuen wird, der Aktienmarkt in der Hoffnung, ja, hurra, die Leute, die brauchen vielleicht doch nochmal einen neuen Stimulus oder eben die Wirtschaft wird nicht überhitzen. Das ist gut, es gibt mehr Geld für den Aktienmarkt. So ist das Denken. Wenn er eben positiv ausfällt, vielleicht 1 Million neue Jobs geschaffen werden, dann kann der Markt negativ reagieren. So kurios kann es sein. Könnte ich mir wirklich vorstellen, falls es die Überraschung auf der Oberseite gibt, kann es einen negativen Wochenabschluss geben. Wir werden das Freitag dann genauer sehen. Es gab noch die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor, ISM etwas schwächer ausgefallen auf dem hohen Niveau, wo man nicht schwächer ausgefallen ist, wo abermals der Sektor Preise, gezahlte Preise, höchste Stand seit 2008 erreicht und vor allem der Anstieg, die steile Anstiegsgeschwindigkeit ist die so hohe, eine hohe Geschwindigkeit gab es noch nie, wurde noch nie gemessen. Gerade eben die Preiserhöhung bei den Zulieferern und eben die Transportkosten, man hängt ja auch ein bisschen fest, gibt kaum Container etc. Jetzt auch Bauholz wieder Lumber rekordhoch erreicht. Ja, die Kosten, die
den muss man kämpfen, war ein großer Faktor. Steilste Angst, der Anstieg, der jemals gemessen worden ist beim ISM. Ja, und da hat der Markt ja ein bisschen sensibel reagiert. Ach Mensch, jetzt haben wir schwache Arbeitsmarktdaten. Vielleicht ist doch die Inflation hoch. Die sind ja Frühindikatoren, die Einkaufsmanager-Indizes, deuten schon ein bisschen hin auf die nächsten Inflationsdaten, beziehungsweise sogar die übernächsten, also die nächsten 2 Monate. Die wird man keine schwächere Inflation sehen. Im Gegenteil, man wird wahrscheinlich deutlich, aber wirklich sehr deutlich, das Inflationsziel der Notenbanken überspringen und deswegen vielleicht doch die Volatilität, die anzieht. Man wird ein bisschen nervös, wo es jetzt zu diesem Termin geht, denn wenn jetzt die Inflation, Verbraucherpreise bei 3% stehen, 1% oberhalb vom FED-Projektionsziel, wie möchte denn Jerome Powell noch argumentieren? Jetzt kann er auch argumentieren, ja, das müssen wir mal sehen, haben sie es noch nicht richtig erreicht, auch wenn jetzt deutlich überschießen, ja, das ist jetzt, ja, ist jetzt erreicht, überschossen. Ganz schwer zu argumentieren, kann eigentlich nur über den Arbeitsmarkt noch argumentieren, aber Preisstabilität ist doch eine wichtige Aufgabe der Notenbank. Man wird das nicht ignorieren können, das weiß der Markt anscheinend zu genau. Also auffällig heute wieder, Faktorpreise, Frühindikatoren zeigen weiter deutlich nach oben. Inflation wird erstmal nicht zurückgehen. Sie wird erstmal weiter ansteigen und dann hoffentlich eben nicht zu sehr nachhaltig. Auch der Rohstoffindex von Bloomberg auf dem höchsten Stand, muss ich mal gucken, 2011, 2010, auch die Anstiegsgeschwindigkeit sehr stark. Ich hatte es auch schon gesagt, ihr Bauholz extrem nachgefragt, auch bei uns in Deutschland mittlerweile bemerkbar. Neues Allzeithoch und auch der Rohstoffindex vor allen Dingen. Es ist nicht nur der Anstieg in die Höhen, sondern eben auch die Geschwindigkeit, die wir sehen, ist wirklich sehr steil. Und die ganzen frühen Indikatoren deuten an, dass es eben noch weiter gehen wird. Was habe ich denn noch? Ja, diese Grafik hatte ich euch auch immer mal gezeigt. Allgemein nochmal die nicht profitablen Tech-Unternehmen, die haben wir ja ein bisschen verfolgt in den letzten Monaten. Die hatten man seit dem Corona-Tiefpunkt im März 2020 bis ja, Dezember, Ende des Jahres 2020, also knapp 9 Monate, hatten die eine Performance von knapp plus 440%. Ja, das ist schon eine gute Performance. Wenn man bedenkt, dass die keine Gewinne erwirtschaften können. Also den Index kommt mal rein, ich glaube der Index von Goldman Sachs, der listet alle Tech-Unternehmen, die in den letzten 3 Jahren keine Gewinne erwirtschaften konnten. Und ja, man sucht das Risiko, ne? Man sucht das Risiko in euphorischen Phasen. Aber jetzt auch auffällig, wir haben eigentlich einen Rücksetzer. Ne? Ja, auch Wachstumswerte gehen ja auch zurück, haben wir ja nun auch schon gesehen. Das Nasdaq 100 mit der Jahresperformance. Der Underperformer ist jetzt auch die nicht profitablen Tech-Unternehmen nach ihrer kleinen 440% Rallye, jetzt schon 30% nach unten. Da könnte man natürlich meinen, man steht verdammt, immer noch verdammt hoch. Aber wohin geht denn das Geld? Man sucht sich vermutlich eher neue Werte, eher neues Risiko. Das Risiko muss man steigern. Man möchte ja schließlich reich werden. Und wenn es nicht die Penny Stocks sind oder nicht profitablen Tech-Unternehmen oder GameStop oder sonst was für Nebenwerte, kuriosesten Geschichten erzählt werden, eigentlich bloß Zockerei, euphorische Zockerei ist das nur noch. Und da habe ich hier mal eine Grafik aus meinem Twitter-Account, den ihr gerne auch folgen könnt. Da hatte ich Just for Fun wollte ich mal ein bisschen die Community triggern mit so einer Fun-Grafik zum Dogecoin. Ja, ich glaube vor 2 Tagen die Grafik erstellt und heute hat er eigentlich dieses lustige Ziel, die lustige Zielprojektion erreicht. Unglaublich aber war Dogecoin jetzt die Marktkapitalisierung von knapp 100 Milliarden US-Dollar gekratzt. Ich habe es jetzt in den aktuellen Werten nicht da, ein bisschen zurückgekommen, aber wir stehen verdammt hoch, haben fast die 100 Milliarden Dollar geknackt. Bitcoin wirkt da fast konservativ in den Bewegungen und ja, die nicht profitablen Tech-Unternehmen ja, oder irgendein GameStop und so, sind ja schon fast schon altbacken. Das ist ja schon fast eine seriöse Anlage dagegen. Also man sucht immer mehr das kuriose Risiko, das noch stärkere Risiko. Dogecoin hat eigentlich ein Joke, ein Meme-Krypto, eigentlich kein Gegenwert, aber im Markt kapitalisiert mittlerweile von 100 Milliarden US-Dollar, der ganze Kryptomarkt, der schon im Billionenbereich marktkapitalisiert. Ja, man muss immer das Risiko weiter steigern, nicht nur mit Margin Debt auf Höchstständen, historischen Höchstständen, dass man mit Hebel reingeht, auf Schulden reingeht, sondern eben auch die Risikoassets immer gerne nochmal steigern möchte. Es ist halt nicht mehr die Wachstumswerte, es sind nicht mal die nicht profitablen Tech-Werte, nicht mehr GameStop. Bitcoin ist jetzt schon ein bisschen altbacken, suchen wir halt Dogecoin aus. Mal sehen, welche Sau wir dann in der nächsten Woche durchs Dorf treiben wollen. Also es fällt auf, das Risiko kann einfach nicht hoch genug sein.
Nun gut, also mein Twitter-Account dürft ihr gerne folgen. Da bin ich mittlerweile auch relativ aktiv. Macht ja auch Spaß. Jetzt geht es aber hinein in unseren DAX. Beziehungsweise fangen wir jetzt ganz kurz nochmal an, weil ich es euch gerade gezeigt hatte, dem Dow Transport, wo zum Beispiel eben auch die Airlines gelistet sind, die also vor Krisenniveau, glaube ich, vor 2023 nicht sehen werden. Seit 2009, seit der Finanzkrise, ein Trendkanal ausgebildet, der Dow Transport. Seit deinem Märztief, Corona-Tief vor einem Jahr, im Ende März 2020, hat er einen Anstieg von 143% hingelegt. Ist ordentlich. Die hier ist auch gelb eingezeichnet, die 200-Tage-Linie, die eigentlich immer regelmäßig angelaufen ist. Ist ein super schönes Korrekturziel, nicht nur für eine Konsolidierung, sondern richtig schöne Korrektur, um neue Energie zu tanken. Immer regelmäßig angelaufen. Jetzt sind wir mittlerweile schon 21% davon entfernt. Das ist wirklich schon ein ordentliches Stückchen. Und vor allem die Oberkante vom Trendkanal haben wir heute getestet, beziehungsweise sogar verletzt. Mal sehen, ob wir jetzt hier noch rausbeschleunigen wollen. Die Jahresperformance 2021 ist schon sehr, sehr stark. Der absolute Outperformer bei den US-Indizes, hat aber davor schon eine Mega-Rallye hingelegt. Jetzt versucht er nochmal aus dem Trendkanal herauszuspiken. Ja, Himmel, das sagt man jetzt nicht, aber es ist etwas verrückt. Es ist wirklich etwas verrückt. Es sind große Übertreibungsphasen und das passt vielleicht auch ins Gesamtbild mit den nicht profitablen DAX oder mit Dogecoin etc. Es ist ein sehr euphorisches Umfeld. Eigentlich die Oberkante könnte mal zur Konsolidierung genutzt werden. Ob es nun gleich die 200-Tage-Linie ist, sei dahingestellt. Aber eine Konsolidierung hätte sich ja eigentlich angeboten. Vielleicht folgt sie auch noch. Vielleicht sehen wir ja bloß die Volatilität morgen. Mal wieder den Insight, der uns geht, zurück. Also den Dow-Transport wollte ich euch eigentlich einfach nur noch mal zeigen, der hier als Outperformer jetzt sogar die Oberseite seines, ja, so als Trendkanal, seit 2008, seit der Finanzkrise, auf der Oberseite nun getestet, beziehungsweise leicht sogar verletzt hat. Und ja, der Rücksetzer wird kommen. Es wird ein Rücksetzer kommen. Man wird die 200-Tage-Linie testen, man wird die 200-Tage-Linie auch mal wieder verletzen. Die Frage ist nur, wo erfolgt die Umkehr? Es würde sich hier eigentlich anbieten, vielleicht mit einem Fehlausbruch. Wir werden das weiter verfolgen. Auf alle Fälle hätte er jetzt die Oberkante erreicht. In der letzten Woche haben wir noch ein paar Prozent gefehlt. Hatten wir ja auch, ich glaube, Wochenausblick sogar angeschaut, dass ja sehr überdehnt ist, aber noch Platz ist. Und der Platz wurde, die Lücke wurde jetzt geschlossen. Wir gehen auch ganz kurz hier rein. Hatte ich euch gestern schon gesagt, hatte ich euch einen Wochenausblick gezeigt. Dank DAX Kursindex im Monatschart, wo wir eben die Monatskerze April äußerst schlecht hinterlassen haben. Verbindungslinie Allzeithochpunkt 2015, 2018 nicht verteidigt, zurückgefallen auf Monatstief. Habe ich euch schon gesagt, ja, die Bäume werden im Mai vermutlich nicht in den Himmel wachsen. Man wird sehr, sehr schwer haben, hier überhaupt die Vormonatshochpunkte zu überspringen. Jetzt sind wir unterhalb auch der Verbindungslinie reingekommen. Die Verbindungslinie noch nicht mal getestet. Könnte vielleicht noch passieren. Der übersetzte 15-4er-Bereich im Performance-Index wäre auch noch vollkommen in Ordnung. Und hatte ich euch auch gesagt zum Wochenausblick, ganz, ganz selten, wenn es denn ein Gipfel ist, die Aprilkerze deutet zumindest an, dass man hier konsolidieren könnte Richtung Saisonalität, Zelle Mai, also Mai bis September, diese Phase. Wäre ein bisschen die Einladung dafür, aber ganz, ganz selten ist so ein Gipfel eben eine einzige Kerze, ob eine Monatskerze ist, Wochenkerze etc. Das ist ganz selten. Es sei denn, es gibt einen starken Impulsgeber, dann ist es mal so. Ansonsten können es auch mehrere Kerzen sein. Hier hatten wir 2018, 2017 hatten wir eine ganze Reihe von Monatskerzen. Da ging es einfach volatil los, bevor dann eine Konsolidierung einsetzt. 2015 waren es zwei Monatskerzen. Also eine ist selten. Es kann gut sein, dass wir jetzt hier genauso vielleicht einen Hangingman daneben ausbilden können und den Monat dann vielleicht bei 15,4 verlassen. Wäre möglich. Also wir haben jetzt unten durchaus auch eine gute Support Zone schon erreicht. Das war zum Beispiel jetzt das Allzeithoch aus 2015, haben wir im DAX Kursindex erreicht. Aber die Bullen müssten hier eigentlich deutlich mehr liefern. Die bräuchten eigentlich den Sprung übersetzt. Jetzt nicht beim DAX Kursindex, sondern Performance Index zu 15.600. Das wird vermutlich nicht so einfach. Also mit diesen Vorgaben aus dem April jetzt Richtung Saisonalität wachsen die bullischen Bäume einfach nicht in den Himmel. Es kann ein Zeichen sein, dass wir ein bisschen volatil hier werden. Das sehen wir vielleicht schon. Aber dann das nächste Signal vielleicht erst im Juni gesetzt wird. Es wäre nicht verwunderlich, wenn wir hier zwei Kerzen erst ausbilden wollen in diesen luftigen Höhen. Und es wäre auch so Saisonalität. Das heißt, wird Sell in May, habe ich es mehrfach auch schon im Trading-Chat geschrieben, aber
Das heißt nicht am Verkauf am 1. Mai. Ne? Das heißt es nicht. Meistens saisonal ist einfach eine schwache Sommerperiode, die bis September reicht und dann Richtung Jahresendrallye geht es dann wieder steil nach oben. Da haben wir häufig den größten Rücksetzer des Jahres. Das beginnt aber meistens erst Ende Mai. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Aber die Vorgaben aus April, ja, sind nicht sehr bullisch, sagen wir mal so. Aber heißt nicht, dass wir hier gleich wie ein Stein nach unten fallen müssen. Das ist der DAX Kursindex. Jetzt gehen wir hier in den Performance Index auch für den Monat im Monatschart, weil hatte ich auch im Trading Chat schon gepostet. Ja, hier unten ist das Corona-Tief. Das ist auch jede Kerze einen Monat und Corona-Tief. Und die haben wir gestern gezeigt, gestern getestet diesen Bereich. Eigentlich gerade impulsarm. Genau diese Grafik haben wir uns angeschaut. Gute Zone für Gegenwehr, dass sie gleich so dynamisch kommt. Ja, okay, passt vielleicht zu der Marktlage, aber Gegenwehr war durchaus möglich in diesem Bereich. Wir haben quasi ziemlich genau den Aufwärtstrend, den Covid-Aufwärtstrend getestet hier im Monatschart und haben jetzt den ersten Abpraller gesehen. Jetzt haben wir, ja, stehen wir fast auf Monatseinstand, die Monatsperformance im Mai plus 0,23%. Volatil ist auf und ab, am Ende nicht viel passiert. Aber wie gesagt, auch gerade ein DAX-Kursindex könnte man auch vorstellen. Und hier so ein Grabstein-Doji, daneben vielleicht ein Hanging-Man, so eine Zwei-Monatskerzen dann als potenzieller Gipfel. Wäre eine gute Kombi auch für die Saisonalität. Wird aber auch heißen, wir haben schon eine gute Vola ausgebildet. Und gerade hier die 230, 15.230, dürfte morgen auch interessant sein. Haben wir auch im Wochenausblick schon gesagt, dass das eine durchaus wichtige Zone ist. Und daher bleibt man unter Druck. Oberhalb kann durchaus ein neuer Angriff zum Allzeithoch gewagt werden. Das sind auch die Verbindungslinien, hat man ja eben gesehen im DAX-Kursindex. Verbindungslinien der Allzeithochpunkt in 2015 und 2018 hier zu sehen. Die treffen sich eben ziemlich genau bei der 15.230. Das wäre die erste Spanne runter zur, die wir jetzt ausgebildet haben, Richtung Aufwärtstrend, die wir jetzt hier mit der mit der Monatskerze ausgebildet haben. Darüber wieder Aufhellung Richtung 15.400. Im zweiten Schritt hätten wir einen ganz großen Shortbild. Haben wir es im Wochenausblick auch diskutiert, könnt ihr gerne nochmal anschauen. Hätten wir bei 15.6 und 15.616 auch noch durchaus ein Ziel offen, was interessant wäre. Jetzt haben wir bloß die schwache Monatskerze gesehen. Da ist jetzt ein bisschen das Fragezeichen dahinter. Können wir uns aber festsetzen oberhalb der 230. Dann schlägt das Pendel zumindest wieder langsam dorthin. Also gute Spanne ausgebildet jetzt im Monatschart. Aufwärtstrend, Covid-Aufwärtstrend getestet. Morgen die 2,30 vermutlich im Fokus. Da gehen wir jetzt mal kurz noch hinein in den Wochenchart. Die kleine potenzielle Flagge hatte ich euch gestern auch schon eingezeichnet, dass hier vielleicht auch Gegenwehr möglich ist. Wir sind dynamisch nach oben abgedreht. Hier ist die 14.945 auch ein wichtiger Support-Übersprung. Jetzt sind wir fast wieder auf Einstand. Und hier oben, hier ist nochmal die Verbindungslinie, ziemlich genau 15.230. Verbindungslinie von den Allzeithochpunkten, wo wir auf Monatsschlussbasis zurückgefallen sind. Jetzt wieder stehen wir unterhalb und eben auch möglicherweise diese Flaggen. Oberkante morgen auch bei 15.230. Also das ist die Zone, Monatschart, Wochenschart, Tagesschart, kommt da einige zusammen in diesem Bereich. Und dieser Bereich wäre wahrscheinlich morgen im Fokus und prallen wir dort wieder ab. Da ist für die Bullen nach diesem ersten Abverkauf gestern minus 2,5% wäre eben nicht viel gewonnen, wenn man jetzt nicht über diese Marke zurückfinden wird. Dann wäre quasi diese Spanne weiter aktiv mit wichtiger Zwischenzone 15.030 und 14.945. Das sind wichtige Zwischenzonen, die wir jetzt haben. Auch mittlerweile Unterstützung. Neuen Tiefpunkt darf es hingegen nicht geben. Dann geht die Tür Richtung 14.700 auf. Aber ein bisschen Zeit, wie gesagt, haben wir hier durchaus Saisonalität, Zellerme. Das ist eine Phase bis Richtung Herbst. Ne? Das ist nicht Anfang Mai, zwei Wochen. Jetzt rampelt es mal richtig. Sehen ein Crash überhaupt nicht. Ne? Das ist eine gemächliche Abwärtsbewegung, die in der Summe dann gerne das, den größten Jahresrücksetzer bildet. Und da untergeordnet braucht es Gipfelkerzen, es braucht eine Umkehr, es braucht das Verkaufssignal. Also es ist keine Sache, wir haben mal einen Minustag gesehen, okay, jetzt geht's aber los. Das muss man Stück für Stück schauen und bisher haben wir die Spanne eigentlich verteidigt. Das war der Wochenschart, jetzt gehen wir noch in den Tagesschart hinein. Da sehen wir ein bisschen die Volatilität, die ja
Nervosität wird sich zeigen, ob es das ist. Gestern der Abverkauf, Schluss fast auf Tagestief und aber in Flaggenformation verteidigt. Haben wir den Inside Day gesehen, haben wir gestern auch schon spekuliert. Mal gucken, wenn die US-Indizes hochdrehen, auch wenn der DAX jetzt auf Tiefpunkt geschlossen hat, weil es nicht nachbilden kann, droht ja am Folgetag der Start als Inside Day und da haben die Bullen eben ihre Chancen. Und genauso ist sie gekommen. Gestern zumindest fast alle Indizes in Nasdaq ein bisschen schwächer, aber konnten nach oben drehen. Heute direkt aufgegriffen. Und so konnte der DAX eben fester starten. Auch oberhalb hier ist die 14.945. Gleich diese Zone auch noch genommen. War der erste Widerstand bzw. Support zum Start. Damit war der nächste Sprung drin und dann der Rest war wieder ein Squeeze. Und ja, was ist wieder im Fokus? Letztendlich mehr viel Volatilität und mal sehen, gestern Schluss auf Tagestief, nicht aufgegriffen, weil man eben die US-Indizes nicht bis zum Schluss nachbilden kann hier im Xetra DAX. Jetzt Schluss auf Tageshoch. Mal sehen, was die US-Indizes bis heute Abend machen. Wenn die zurücklaufen, sehen wir morgen eben wieder ein Inside Day. Aber die Einladung, denn hier oben dieser Bereich, ne, Flaggenoberkante, mittleres Bollinger Bandendaily und dreimal durfte raten, welche Zone das hier ist. Das ist die Zone 15.230, die wir jetzt im Monatschart gesehen haben, die wir im Wochenchart gesehen haben und die wir jetzt hier auch im Tagesschart sehen. Also das mittlere Bollinger Band vermutlich morgen um 230, kommt immer ein bisschen auf den Startkurs an. 15.230 und 15.240, nicht ganz 230, tut mir leid, aber 240 wird morgen die Oberkante von dieser Flagge. Also das wäre aber ein wichtiger Widerstand, der über die Zeitebenen geht. Darüber hält die Sache für den Bullen doch erst wieder auf. Alles unterhalb und die Sache bleibt ein bisschen tricky. Wir sind zwar seitwärts, aber man greift eben nicht die bullischen Chancen auf. In der vergangenen Woche haben wir nun dreimal das mittlere Bollinger Band getestet. Das vierte Mal sind wir durchgerutscht. Nun haben wir in den letzten vier Handelstagen auch dreimal das mittlere Bollinger Band, diesmal von der Unterseite getestet. Ja, morgen könnte dann der fünfte Test folgen. Wieder von der Unterseite kommt man zurück auf die Oberseite, hat man dort einen Widerstand, bricht man zugleich, ist ja eine Kombi-Widerstand, bricht man hier durch, würde sich das Bild dann wirklich auffällen. Aber kommen wir mal zu den einzelnen Marken, die relevant wären. Das Retracement bei 15.115, erste gute Support. Wäre die Einladung für die Spanne Richtung mittleres Bollinger Band bzw. Kombi-Widerstand mit der Trendlinie die Spanne auszubilden über die 190, also 115, 190 zur 15.230, 240 mittleres Bollinger Band Trendlinie Kombizone. Wäre das die Einladung, hier die Spanne auszubilden? Kommen die Bullen hochgezogen noch? Können sie per Aufwärtsgap über die Zone rüber spiken, also nicht spiken, sondern starten. Startkurs oberhalb 9 Uhr. Also ich, wenn die US-Indizes heute noch hochziehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben zwar die Rebound-Bewegung, aber die mit Fortsetzungskerzen haben die ja aktuell doch Probleme, die Indizes. Und eigentlich müsste es heute eine Fortsetzungskerze geben. Vermutlich wird es eher wieder eine sehr mickrig ausfallen, dass dieser Impuls nicht kommt. Aber wenn es kommt, ich zeige euch immer beide Seiten. Wenn wir den morgen früh kurz vor 9 Uhr es sich andeutet, dass wir den Start oberhalb der 230, 240 ausbilden können, wäre morgen die Chance gegeben, einen Squeeze-Tag hinzulegen, dass wir jetzt spiken können Richtung 300, 330 und danach in der Folge wären sogar Angriffe auf die 400, 460 möglich. Das wäre eine Chance für einen Squeeze. Früher wurde das gerne aufgegriffen. Mittlerweile mühen sich die Märkte doch etwas mehr ab. Also wenn wir hier per Startkurs rüberkommen, morgen bullischer Squeeze möglich. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil die Fortsetzungskerzen aktuell ungern aufgegriffen werden. Aber mal sehen, was die US-Indizes bis 22 Uhr machen. Das schauen wir uns dann auf tradingportal.net nochmal an. Unterhalb der 115, auch hier per Start, falls man doch niedriger reinkommt, wäre die Sache per Inside Day erstmal wieder Richtung Supportzone gerichtet, über die 15.070 zu 15.030. Die Pfeile zeigen die einzelnen Cluster bearish oder bullish an. Wäre das unsere erste Range, 115 zu 15.070, über die 15.070 zu 15.030. Wenn es dort runter geht, dann die übergeordnete Supportzone über die 14.990 zur 14.945. Das ist schon ein wichtiger Support. Den sollte man nicht brechen. Da sehen wir ein neues Wochentief und es wird dann langsam spannend.
Sämtliche Marken gibt es auch auf tradingportal.net, sämtliche Chartbilder, sämtliche Marken für US-Markt, DAX etc. gibt es auf tradingportal.net. Premium, wenn ihr euch für das gesamte Paket interessiert. Also kurz zusammengefasst, 115 im Fokus. Wir haben einen relativ volatilen Handel. Muss nicht unbedingt ein Zeichen sein, dass der Markt mit sehr viel Zuversicht und Ruhe in die Zukunft blickt, sondern vielleicht etwas nervös. 115 im Fokus. Opa hat die Chance gegeben. Abermals das mittlere Bollinger Band, was wir jetzt seit 2 Wochen sehr, sehr regelmäßig testen, wäre abermals im Fokus von der Unterseite 115 zu 190 und dann 230, 240, die wichtige Kombi-Widerstandsmarke. Dort wird es schwer, dort wird das übergeordnete Weg für den Mai entschieden. Wenn man rüberkommt, ideal ist das eine Zone für einen Aufwärtsgap per Stoppkurs rüberkommen. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber wenn es gelingt, wäre das ein Hinweis, wenn wir morgen früh den ersten Kurs oberhalb sehen, dass wir einen Squeeze-Tag sehen könnten, man hier wirklich in den 300 und 330er Bereich squeezen könnten und dann im Folgetag sogar einen Angriff auf die 400 starten, dass hier dieser Bereich dann freigeschalten wird. Ja, es deutet sich nicht wirklich an, aber falls es passiert, wisst ihr Bescheid. Unterhalb der 115 hingegen die erste Range zur 15.000, über die 15.070 zur 15.030, dieser Bereich, darunter die Erweiterung 14.990 zur 14.945. Falls ihr dort durchfallen, dieser Cluster mit neuem Wochentief möglich. Haben schließlich große Tageskerzen, volatile Tageskerzen. Ich denke, damit sind leider für alle Seiten gut vorbereitet. Live-Diskussionen gibt es dann immer direkt im Trading-Chat auf tradingportal.net. Wenn es aktuelle Marktbewegungen gibt, erhaltet ihr dort eigentlich immer zuerst die Infos. Da verpasst ihr nichts, könnt ihr gerne vorbeischauen. Sehr groß im freien Bereich. Und wenn ihr wirklich alle Informationen wollt, dann seid ihr hier im Premium-Bereich auch sehr herzlich willkommen. Das soll es gewesen sein. Kurzer Überblick. Oh Gott, wurde recht 30 Minuten relativ lang für einen Tagesausblick, aber es waren halt volatile Tage. Mal sehen, wie es morgen weitergeht. Impulsgeber möchte ich euch noch nennen. Morgen Auftragseingang der deutschen Industrie. 8 Uhr bereits vermeldet. Einzelhandelsumsätze 11 Uhr und dann Anträge auf Arbeitslosenhilfe 14.30 Uhr. USA Hinweis schwächer, während schlechte Nachrichten sind in diesem Bereich mittlerweile gute Nachrichten, hat man diskutiert, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Und auch auffällig, auch heute schon sehr, sehr viele, wirklich sehr viele, fast stündlich irgendwelche Notenbank-Speaker der EZB und der FED, die vermutlich einen richtig großen Koffer mit Beruhigungspillen dabei haben. Mal sehen, ob diese wirken werden oder ob es dann vielleicht doch zu auffällig ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Gerne dürft ihr das Video liken. Gerne können wir uns noch auf tradingportal.net im Trading-Chat sehen. Und auf alle Fälle wünsche ich euch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns morgen zum Morning Briefing. Macht's gut und ciao.